Grundlegender Beschluss in Friedberg der Grünen war, hierher zu gehen, um auf die Dramatik des Waldsterbens und des Baumsterbens hinzuweisen. Gerade in der Zeit der Klimakatastrophe, wo wir sagen, es muss viel mehr gemacht werden, um Wald zu schützen, wieder aufzubauen. Verbindet sich aber hier in dem Fall auch mit der Argumentation für mehr Windkraft, weil wir haben hier ein ausgewiesenes Windvorranggebiet und wir haben hier viele Parteien und Gruppen, die dagegen agieren, dass hier Windkrafträder hinkommen. Und deswegen kombiniert sich hier ein prinzipielles Interesse an Wald- und Umweltschutz mit dem konkreten Interesse auf Windkraft, auch als Schutz für zukünftige Waldentwicklung durch regenerative Energien aufzubauen. Und vor allem haben wir durch diesen Wassermangel, durch dieses dritte Dürrejahr, haben wir enorme Schäden im Feinwurzelbereich und das schlägt sich natürlich auch auf die Kronen nieder. Also das Laub ist runtergefallen als Verdunstungsschutz. Jetzt stehen die Kronen nackter. Wir haben heute fast 30 Grad, sagt mein Auto. Das führt zu Sonnenbrand. Die Kronen sterben im oberen Bereich ab. Wir haben auch Buchen, die sind grün. Da ist die ganze Rinde runtergefallen. Also die sind tot und wissen es noch gar nicht. Unheimlich große Schadsituation da. Seit 2019 beobachte ich das eigentlich, dass die Buchen darauf auf diese Dürre reagieren. Das dauert immer 1 bis 2 Jahre länger als beim Nadelholz. Und durch diese abiotische Schädigung, die durch die Hitze und durch die Trockenheit kommt, haben viele Schwächeparasiten die Möglichkeit, den Baum zu befallen. Wir haben saprophytische Pilze, die normal dafür da sind, Totholz abzubauen, die in der Lage sind, lebende Buchen zum Absterben zu bringen, die sonst nie ein Thema waren, nie an lebenden oder an vitalen Buchen aufgetreten sind. Parasiten, Buchen, Borkenkäfer, also es ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Daraus ergeben sich hier für sie aktuell nicht, aber in den umliegenden Waldbesitzen natürlich große Probleme mit Waldbesuchern, Verkehrssicherung. Das ist natürlich ein größeres Risiko als sonst. Ja, nämlich, und Sie sehen es ja auch, nämlich, dass einfach die Fichte sich verabschiedet, und zwar flächig. Jetzt geht es ja um das Thema Wiederbewaldung. Und da müssen wir uns im Grunde genommen jetzt erstmal alle Fragen stellen. Wie wird denn das Klima, wie geht das denn weiter? Ich habe Ihnen mal mitgebracht, das Helmholtz-Institut hat mal, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, die haben eine schöne Karte rausgebracht jetzt vor ein paar Wochen. Und zwar die Dürre, das ist eine Dürrekarte, ein Dürremonitor, 1,80 Meter Tiefe. Je dunkler, desto dürrer, so kann man es mal beschreiben. Und vor allen Dingen sehen Sie hier oben auch, ich gebe es gleich mal rund, Sie können es mal sich noch mal anschauen, die Zeitreihe, das geht los 2000 bis 2020 jetzt. 2003 dachten wir Förster schon, wow, das ist aber jetzt ein richtig dürrer Sommer geworden, oje, oje, wie geht das weiter? Hatte auch gleich eine Käferkalamität zur Folge, Borkenkäfer, das ließ sich aber wieder eindämmen. Und wir haben im Grunde genommen jetzt 3 Folgejahre Dürre. Sowas hatten wir noch nicht. Sowas gab es noch nicht seit der Wetteraufzeichnung. Man hat hier mal die Dürre. Da kann man schnell erklären, je blauer, desto kühler, je roter, desto wärmer. Leicht zu sehen. Früher hatten wir immer mal ein Trockenjahr. So die Weintrinker wissen, 76 war mal so ein Trockenjahr, ich glaube 83 war auch ein Trockenjahr. Jetzt suchen wir die Wasserjahre, ne? Also diese blauen Farben, die sind nur noch ganz sporadisch. Das heißt, wir haben dauerhaft eine Dürresituation. Unser Wald, die Eichen, die hier wachsen, die sind in dem Zeitraum entweder mal gepflanzt worden, ja in der Regel gepflanzt worden, oder durch Naturverjüngung entstanden vor 150 Jahren, in diesem Milieu sozusagen. Und die sind jetzt in diesem Milieu. Die Eiche kommt sogar noch ein bisschen besser klar, aber die Buche, das ist hier unsere potenziell natürliche Baumart, die kommt damit mit diesem Klima eben nicht mehr klar. Und
Wiederbewaldung unter welchen Vorzeichen? Womit? Wie? Mit welchen Baumarten? Ne? Und das ist die Gretchenfrage, die eigentlich noch gar keiner beantworten kann, weil wir steuern im Moment auf die 2 Grad Erwärmung zu. Es kann aber auch, es können aber auch 3 Grad werden, es können vielleicht auch 4 Grad werden, je nachdem, wie wir uns jetzt verhalten. Und da gehen uns dann irgendwann auch die Baumarten aus, muss man auch klar sagen. Die heimischen. Ihre Frage. In 6 Jahren muss eigentlich wieder aufgeforstet werden. Wir wollen uns mit unserer Baumartenpalette weitestgehend, so wie das möglich ist, breit gestreut aufstellen. Und vor allem wollen wir der natürlichen Sukzession bzw. der Naturverjüngung die Chance geben, jetzt auf diesen Flächen erstmal hochzukommen. Erstmal gucken, was passiert, was kommt aus natürlicher Sukzession hier an. Man hat sich 1990 auch viel genetischen Schrott und Müll, in Anführungszeichen jetzt aus Forstsicht, in den Wald geholt. Da wachsen Buchen, die sehen aus wie ein Apfelbaum oder ein schöner Ockstädter Kirschbaum, aber die neigen eben dazu, sich sehr früh zu verzweigen, zu verästeln. Und die auch gar nicht an den Standort oder an diese Herkunft, an dieses Herkunftsgebiet angepasst sind. Da müssen wir auch aufpassen. Und die Baumschulen zaubern ja nicht auf einmal mehr Pflanzen aus der Erde, wie sie können, sondern da wird dann halt irgendwas erfunden, wo die weiß Gott herkommen, und dann werden Zertifikate geschrieben, die eigentlich gar nicht da sind. Also damit rechne ich schon, dass das passieren wird, vielleicht nicht so in einem großen Umfang wie in den 90ern, da haben wir, denke ich, schon was dazugelernt. Die Birke, Birke wird hier auf jeden Fall, oder ich hoffe sehr, dass sie hier oben mitkommt. Es wird Eiche, Buche kommen, halt immer in den Bereichen, in den Randbereichen. Die haben natürlich schwere Samen, das nennt man halt Aufschlag, weil die nicht weit fliegen können. Deshalb ist da der Radius begrenzt, aber ich bin davon überzeugt, wenn ich mir andere ältere Flächen angucke, da kommt Kiefer, da kommt Lärche, da kommt Birke, Eberesche kommt. Hier und da steht eine Buche dazwischen, natürlich auch die Fichte. Die werden wir nicht verdrängen können, weil die Böden sind natürlich voll mit Fichtensamen. Und das Ziel ist dann eben, über die Pflege zu steuern. Wir sagen dann, die Fichte kommt als letztes, als erstes kommt die Baumart X. Dann pflegen wir die Baumart Y und dann die Baumart Z. Also kann man sich das so vorstellen, wenn jetzt innerhalb von so einer Fichtenwicklung Birken stehen, dann werden die eher freigestellt von ihnen, richtig, damit die sich zum Beispiel können, ja, oder entsprechend die Lärchen. Früher war das natürlich umgekehrt. Man hat die Birke hat man als Füll- und Treibholz mitgenommen und hat die irgendwann entfernt. Ja. Natürlich, weil man wollte die Fichte haben, ein schnell wachsendes Holz. Wir haben auch lange Jahre gutes Bauholz und gutes Geld damit produziert. Auch hier oben die großen roten Waldameisen, die fühlen sich auch hier sehr wohl in Kombination Fichte mit der Eiche. Also das ist hier eigentlich für die ein super, super Standort gewesen. Ich hoffe, sie halten sich noch ein paar Jahre, weil natürlich hängen die ja auch an dieser Streu dran. Ne? Wenn eine Baumart oder wenn eine Art aus einem Ökosystem rausfällt, hängt natürlich auch ein Rattenschwanz hinten dran. Deshalb ist es auch gar nicht schlecht, wenn natürlich auch wieder ein paar Fichten mitkommen. Zukunftsträchtig werden die natürlich nicht sein. Gerade wir haben die Klimaschutzfunktion, wir haben Erosionsschutz, Lärmschutz, Sichtschutz. Herr Götz, was habe ich vergessen? CO2-Senke, ganz wichtig. Genau. Lebensraum. Genau, Lebensraum, das sehe ich genau. So unter Klimaschutzfunktion. Großbiotop sozusagen. Ja, Naturschutzfunktion, ja. Also... Wir haben Artenvermehrung im Wald, im Gegensatz zur Landwirtschaft. Ne? Im Wald gibt es wieder mehr Arten, bestimmte Arten, die wir wieder hier begrüßen können. Die ist in der Landwirtschaft, also in Deutschland ist die Tendenz noch weiterhin nach unten. Bei uns geht es langsam nach oben. Was die Waldgesundheit angeht, ist es natürlich ein Problem, dass wir jetzt diese 3 Hitzesommer hinter uns haben, die dem Wald extrem zugesetzt haben. Das ist natürlich gerade im Wirtschaftswald ein Riesenproblem.
Deshalb haben wir im letzten Jahr seitens der Landesregierung auf den Weg gebracht den sogenannten 12-Punkte-Plan für den hessischen Wald oder für einen gesunden Mischwald von morgen, wie wir das nennen. Dieser 12-Punkte-Plan ist im Prinzip eine Mischung aus akuten Soforthilfen, um befallenes Holz aus dem Wald rauszukriegen, um Forstleistungen zu unterstützen, damit die Krise bewältigt werden kann. Aber es gibt auch Anteile, die beispielsweise bei der Wiederaufforstung helfen sollen und bei der perspektivischen Entwicklung eines gesunden Mischwaldes. Man muss dazu sagen, wenn man den Wald sich selbst überlässt, dann entwickeln sich an den meisten Stellen, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, auch an den hiesigen Gegenden, mit den Hauptbaumarten, die es da gibt, eine Mischung. Die muss keine Monokultur sein, aber es kann auch mal ein reiner Buchenwald irgendwo entstehen natürlich. Bei der Buche ist es häufig so. Genau. Ja. Allerdings ist die Buche auch keine Baumart, die jetzt vom Klimawandel verschont ist, sondern da gibt es auch den sogenannten Sonnenbrand, die Borke platzt auf, die Krone verlichtet sich und es gibt einen starken Pilzbefall auch bei der Buche, ja. Was man mit bloßem Auge als Laie oftmals erst gar nicht sieht. Man denkt, der Baum ist gesund, aber in Wirklichkeit fängt der Pilz schon an. Und das ist auch ein Grund dafür, warum viele Förster dann, die das mit fachmännischem Auge gut beurteilen können, und Försterin natürlich, Entschuldigung, ich möchte mich wirklich entschuldigen, dann auch Bäume manchmal fällen am Wegesrand, die dem Laien gesund aussehen. Dann gibt es dann E-Mails, die mich auch erreichen, warum wird das gemacht und so weiter. Oftmals hat das was mit Wegesicherung zu tun. Und ja, mit diesem 12-Punkte-Plan wollen wir, unterstützen wir auch von Hessen Forst beförsterte Kommunen und Privatwaldbesitzer bei der Beratung und auch materiell natürlich, indem wir die Aussaat oder das Pflanzen von bestimmten Baumarten und deren Mischung, aber auch begleitende Waldarbeiten der Vor- und Nachbereitung von Waldaufforstung finanziell fördern für die Kommunen. Und ich kann allen nur empfehlen, die... Da war immer noch die Rede davon, man kann ja eigentlich nur Windräder auf den Acker stellen. Da habe ich dann immer schon gesagt, Leute, warum eigentlich nicht in den Wald? Der Acker, das ist in der Regel eine Privatperson, die dann den Vorteil hat, aber die Allgemeinheit hat sozusagen den Schaden, sagen wir es mal so. Warum nicht in den Wald? Dann hat wenigstens auch der Waldeigentümer, in der Regel der öffentliche Waldeigentümer, auch einen Vorteil von, indem man eine Pacht erhält. Ne? Aber die Gemeinde Gräfenwiesbach hat, als es dann Vorrangflächen schon, die schon sozusagen in der Diskussion waren, haben sie gesagt, nee, das machen wir, wir bauen das. Und da gab es auch ganz, ganz wenig Diskussionen in Gräfenwiesbach. Und man hat das relativ gut durchgezogen, hat sich allerdings den falschen Partner gesucht. Die Firma Windwärts ist dann nämlich zwischenzeitlich pleite gegangen. Und dann hat sich das nochmal 4-5 Jahre hingezogen. Eigentlich müssten die Anlagen schon seit 5 Jahren sich drehen. Sie haben jetzt angefangen. Also der Windpark ist jetzt im Frühjahr in Produktion gegangen. Das sind 6 Anlagen, 3 Anlagen Hessenforst, 3 Anlagen Gemeinde Gräfenwiesbach. Also uns war es immer sehr wichtig. Wir haben lauter kleine Staatswaldparzellen mittig, innig im Gemeindewald. Und uns war es immer wichtig, dass wir das zusammen mit den Kommunen entwickeln, sowas. Und das hat in Wallroth sehr gut geklappt und das hat in Gräfenwiesbach sehr gut geklappt. In Butzbach war es dann so, dass wir zumindest Flächen bereitgestellt haben. Das ist ja eine sehr, sehr kleine Vorrangfläche. Da gab es aber massive Planungsfehler, das sind so Fehler, die auch nicht passieren dürfen. Deswegen ist es ja vor Gericht jetzt erstmal gescheitert. Wie es da weitergeht, wissen wir nicht. Ne? Jetzt sind ja die Vorrangflächen ausgewiesen, der Winterstein, aber auch die anderen Flächen. Von den erstgenannten, also weil Rot-Riedelbach, gibt es jetzt schon wieder die Überlegungen der Erweiterung dieses Windparks, die Ergänzung innerhalb der Vorrangfläche. Auch da machen wir mit und in dem Fall sind wir da vorne dran. Das heißt, es wird dann 2 Staatswald-Windräder geben und eine der Kommune. Da gleich in Gräfenwiesbach, auch da gibt es schon die ersten Diskussionen zur Erweiterung. Der ist zwar jetzt gerade erst in Betrieb gegangen, aber es könnten tatsächlich noch 2 weitere Anlagen das ergänzen, diesen Windpark in der Vorrangfläche. Und da sind wir jetzt auch schon dran, das will die Gemeinde auch mitmachen. Da sind wir pari pari, bleiben wir pari pari, also ein Windrad bei Hessenforst, ein Windrad bei der Kommune. Ne? Zum Winterstein will ich eigentlich nur so viel sagen. Die Vorrangfläche ist real existent. Sie existiert jetzt seit einem halben Jahr. Es gibt die Veränderungssperre durch diesen B-Plan. Da halten wir uns natürlich dran. Und wir hoffen also sehr, dass jetzt im Laufe des Herbstes in irgendeiner Form eine Entscheidung getroffen wird, wie das mit dem B-Plan weitergeht, in welcher Form er
ja, rechtsgültig ist, bleibt oder wird oder auch nicht mehr ist. Und ich möchte weiterhin gerne, wie ich es schon seit vielen Jahren von mir gegeben habe, dass wir gemeinsam einen Windpark am Winterstein hier planen. Das wissen auch alle Bürgermeister, das ist auch ganz offen, ich gehe da auch mit offenem Visier um. Letztendlich muss das aber jede Kommune für sich entscheiden. Dafür sind wir in der Demokratie, wir hatten es eben gehabt. Also das ist eine Entscheidung, die eine Kommune für sich entscheiden muss. Es ist aber klar, die Vorrangfläche ist für Flächen des Landes und auch für Flächen des Bundes verbindlich, bindend. Wir haben einen Auftrag und wir werden diesem Auftrag dann auch entsprechend entgegenkommen. Gerne mit den Gemeinden zusammen, wie wir es, wie gesagt, in Wallroth, in Grafenwiesbach auch sehr schön gemacht haben, in Butzbach ein Stück weit auch, genau, möchten wir das hier genauso machen. Ne? Also wir möchten eigentlich, dass wir da im selben Boot sitzen sozusagen. Aber Sie könnten auch alleine. Natürlich, wenn die Kommune für sich entscheidet, nein, wir wollen nicht, dann sind wir irgendwann autark.